Hallo, mein Name ist Uli Wicker und ich unterrichte an der Entlebucher Musikschule Aeschlimann-Marbach das S-Horn. S-Horn ist ein Blechblasinstrument, so wie Kornett, Trompete, Euphonium oder Bariton. Wir erzeugen den Ton mit den Lippen, indem wir gut spannen und nachher die Luft zwischen den Lippen durchblasen, sodass sie Feuer anfangen zu summen. Und dann gibt es einen Ton. Indem ich mehr oder weniger spanne, wird der Ton höher oder tiefer. Das Mundstück ist nachher dazu da, dass der Ton wieder nicht der Richter ins Instrument gemacht wird und das auch nachher etwas schöner tönt. Hat fast ein bisschen tönt wie ein Alphorn, oder? Das waren nämlich Naturtöne. Alle anderen Töne dazwischen mache ich mit dem Ventil. S-Horn spielt man grundsätzlich im Stehen. Man kann aber auch sitzen dazu. Man muss einfach darauf achten, dass die Höhe zwischen Oberschenkel und Lippen nicht weniger als 25 cm ist. Wenn ich dein Interesse geweckt habe, freut es mich, dich schon bald an der Musikschule Aeschlimann-Marbach zu sehen. Danke fürs Interesse. Tschüss! Boom, boom, boom.